Nathan, ich bin 18 Jahre alt, ich gehe aus Elsa-Brenzl-Gymnasium. Du bist echt das Kind. Und als nächstes war, was mache ich an München? An München mag ich den Vibe, das Lebensgefühl, die Sachen, die man da machen kann. Von diesem Projekt erhoffe ich mir, dass wir Jugendlichen selbst in München einfach uns engagieren können, selber Projekte auf die Beine stellen und nicht darauf warten müssen, bis die Erwachsenen irgendwas tun, sondern einfach am Ende sagen können, hey, wir Jugendlichen haben für euch Jugendliche etwas auf die Beine gestellt und ja, einfach selbst davon zu profitieren. Hallo, mein Name ist Jonas Emrich. Ich bin Teilnehmer des Youth Bridge Projekts und da stellt sich natürlich die Frage, warum ich Teilnehmer des Youth Bridge Projekts bin. Und im Grunde liegt es eben daran, dass Youth Bridge die Plattform und die Möglichkeit bietet, Menschen kennenzulernen, die man außerhalb des Projektes nicht kennt. Ich freue mich, neue Leute kennenzulernen aus verschiedenen Kulturen und ich erhoffe mir auch, dass wir was verändern können, dass wir die Stadt vielleicht toleranter machen oder einfach insgesamt was verändern. Wieso sind wir hier? Wir wollen alle ein Stück für München beitragen, die Stadt ein bisschen schöner machen. Sie ist sowieso schon sehr schön, aber es geht natürlich noch besser. Was ich an München toll finde, ist, es ist die zweitmultikulturellste Stadt in Deutschland. Schon cool, ne? Was mir ein bisschen an München fehlt, ist, dass man das gar nicht so wirklich weiß. Man sollte mehr darüber reden. Und darum bin ich auch bei Youth Bridge, dass wir mehr über verschiedene Kulturen erfahren, darüber reden und auch was für Jugendliche mit verschiedenen ethnischen, kulturellen Hintergründen eine Kommunikation starten können. Ich würde es wichtig finden, wenn es wirklich für Kinder bzw. Jugendliche ein Portal oder ein Raum gibt, wo sie sich miteinander austauschen können, wo sie fragen können, ja, wo kommen deine Eltern her, wie funktioniert es bei dir zu Hause, wie sieht es aus, weil nur so wissen wir, wie es in anderen Kulturen zugeht. Youth Bridge sehe ich deshalb als eine großartige Möglichkeit, auch auf kommunikative Ebene, die dann auch mit meinem Studium zu tun hat, neue Erfahrungen zu sammeln, auch theoretisches Wissen, das ich gesammelt habe, umzusetzen und freue mich auf jeden Fall, euch alle kennenzulernen als junge, motivierte Leute und bin gespannt auf die zukünftige Zusammenarbeit. Und was ich besonders toll fand, ist, dass die Janusz Korczak Akademie einen Raum bietet, der mit Menschen aus aller Welt, aller religiösen Zugehörigkeiten, aller Ethnien sich
treffen können, um an Projekten zusammenzuarbeiten und die Gesellschaft zu einer besseren zu machen. Das ist unser Projekt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Geld spendet, damit wir dieses Projekt realisieren können. Shampoos mit einem guten Gewissen! Inhaltlich war ich mit vielen, was gesagt wurde, nicht einverstanden, mit einigen Dingen auch schon. Und es war auch sehr interessant, mal sozusagen die Rolle als Moderator auszufüllen. Es lief viel besser als erwartet. Also ich hätte gedacht, dass vor allem ich Fehler mache, mich verhaspel, es mit der Zeit nicht ganz hinkriege, aber es war eine schöne Erfahrung. Genau, wie gesagt, Zeit immer großer Streitpunkt bei Podiumsdiskussionen, aber das schaffen die im Fernsehen auch nicht besser. Also sehr zufrieden. Also mir hat sehr gefallen, weil ich auch ziemlich politisch interessiert bin und ich kann zwar noch nicht wählen, aber es hat mir sehr geholfen, mich zu entscheiden. Ja, was ich wählen gehe, weiß ich noch nicht ganz, aber es hat mir ein bisschen geholfen beim Überlegen. Sehr gut organisiert und das hat sich dann auch wirklich auch in der Podiumsdiskussion auch wiedergegeben. Das ist einfach, ja, es war eine gute Atmosphäre, es ist sehr nah mit dem Publikum auch, also es war sehr entspannt und ja, auf jeden Fall sehr interessant.